Hallo liebe Freunde, in diesem Video erzähle ich euch, wie man automatische Updates von Windows 10 ausschaltet. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die erste Methode. Passt für Windows 10 für Home, professionell und kooperative Version. Geben Sie in der Suche Dienste ein und starten Sie es. Hier finden wir Update-Zentrum Windows und öffnen Sie es. Drücken wir auf Stoppen und wählen wir Art des Starts aus. Weiter klicken wir auf Übernehmen. Das Update-Zentrum von Windows stoppt zu arbeiten. Die Updates werden nicht mehr heruntergeladen und werden nicht automatisch installiert. Der zweite Weg. Nur für Windows 10 professionell und Enterprise geeignet. Geben Sie bei der Suche gbedit.msc ein und führen Sie es aus. Der Editor für lokale Gruppenrichtlinien wurde geöffnet. Gehen Sie zur Computerkonfiguration Administrative Vorlagen Windows Komponenten Windows Update. Hier öffnen wir automatische Updates konfigurieren und ersetzen es auf deaktiviert. Klicken Sie dann auf Übernehmen. Der dritte Weg. Sie können kostenlose Software verwenden, um automatische Updates für Windows 10 zu deaktivieren. Ich werde euch anhand des Beispiels für das Win-Updates dasselbe Programm zeigen. Wir starten das Programm und aktivieren das Kontrollkästchen deaktivieren, neben Windows Updates deaktiviert und klicken auf Jetzt übernehmen und die Änderungen zu übernehmen. Mit diesem Programm können Sie auch die Firewall, Windows, Defender und so weiter deaktivieren. Wenn Sie möchten, können Sie alles auf der Registerkarte Enable zurückaktivieren. Und der letzte. Wenn eines der Updates nicht korrekt installiert wurde oder Sie nur einige installiert, Windows 10 Updates Selective entfernen möchten, müssen Sie folgende Schritte machen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und wählen Sie Programme und Funktionen aus der Liste. Wechseln Sie anschließend zur Registerkarte installierte Updates anzeigen. Sortieren Sie nach Installationsdatum, indem Sie auf Überschrift installiert klicken. Nachdem Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Updates geklickt haben, die Sie aus dem System entfernen möchten, klicken Sie auf Löschen. Wir bestätigen, nach dem Neustart des Systems werden die Änderungen wirksam. Das ist alles. Ich hoffe, dieses Video wird euch nützlich sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.